Hallo, heute habe ich mal wieder ein Aufgebraucht-Video für euch. Es haben sich einfach mal wieder einige Produkte angesammelt, die ich mit euch eben mal bewerten wollte. Und dann wisst ihr auch, was eher ein Top-Produkt oder ein Flop-Produkt war. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video und wir legen los. Zuallererst greife ich hier von... Oh, ganz schön staubig, du. Von VS Pro Series das... Max Hold Finishing Hairspray, also die stärkste Stufe, die fünfte Stufe. Und dieses Haarspray war ganz in Ordnung. Also es war relativ leicht, aber es war mal so. Also an einem Tag fand ich es gut, am anderen Tag fand ich es eher zu klebrig. Also es kam ganz drauf an, was für eine Frisur ich hatte. Ich sag mal, für so Babyhärchen hier unten am Zopf war es eher komisch, also... weiß nicht. Aber so, wenn ich offene Haare getragen habe und Locken gemacht habe und ein bisschen von dem Haarspray drauf gegeben habe, hat das eigentlich so die Locken ganz gut gehalten und stabilisiert. Ich würde mal sagen, es war okay, war jetzt nicht der Oberburner und es gibt definitiv bessere Haarsprays. Von daher eine Note 3. Dann habe ich hier zwei Abschminktücher. Zum einen von CW Young, die Anti-Pickel, antibakterielle Reinigungstücher. Ich hatte, glaube ich, mal von CW auch schon mal die gleichen in rosa. Die fand ich nicht so gut. Diese hier waren ganz in Ordnung, aber ich finde, sie trocknen mit der Zeit relativ schnell aus. Und dementsprechend muss man dann ein bisschen mehr zum Beispiel an den Augen reiben, um das Make-up überhaupt zu entfernen. Es war jetzt okay. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwie meine Hautunreinheiten dadurch weniger, ja... sich vermehrt haben, was auch immer. Es waren solide Abschminktücher, aber nichts, was ich mir dazu nachkaufen würde. Vor allem fand ich es ein bisschen schade, weil die anderen Rosanen sind mir damals auch schon relativ schnell ausgetrocknet und waren einfach nicht so sehr durchfeuchtet wie andere Abschminktücher. Von daher würde ich denen jetzt halt mal eine Note 3- geben. So 3-, 4+, sowas in dem Dreh. Und dann hatte ich hier noch von BB Young Care die pflegende Reinigungstücher, diese hier. Ich glaube, die kennt von euch jeder. Früher mochte ich die überhaupt nicht. Ich hatte total gerötete Haut, nachdem ich mich mit denen abgeschminkt habe. Allerdings funktionieren die jetzt mittlerweile wirklich gut. Also ich kaufe die mir jetzt auch regelmäßig nach, einfach um nach dem Abschminken dann nochmal drüber zu gehen und anschließend meine Pflegeroutine zu machen. Also völlig in Ordnung, für den Preis kann man auch nichts meckern. Gegen den Preis kann man nicht meckern. Ich kann heute wirklich kein Deutsch, entschuldigt mich. Also ich würde mal sagen, ganz okay, bin zufrieden damit, daher die Note 2. So, jetzt habe ich hier von Swiss Opal das Frotté Trockenshampoo. Allerdings nicht diese blaue Verpackung wie sonst immer, sondern Fresh Up and Go 2.0. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine neue Variante ist, was auch immer. Das blaue gibt es nämlich immer noch. Das ist jetzt wohl die updated Version, sage ich jetzt mal. Die fand ich nicht so gut. Also da muss ich sagen, da war das blaue Swiss Opal doch immer noch besser. Das war einfach nichts. Es war total komisch vom Gefühl her. Ich fand, wenn ich es aufgetragen habe, am Tag später waren meine Haare ultra fettig. Und das, wobei, wenn ich sie nicht mit Trockenshampoo behandelt hätte, hätten sie noch einen Tag länger gehalten und ich hätte es nicht waschen müssen. Außerdem hat es einen ultra weißen Schleier hinterlassen, von daher... komplett durchgefallen bei mir und es hat zwar seinen Zweck erfüllt, aber nur mit Umständen und unter erschwerten Bedingungen, daher die Note 5. Dann habe ich hier von Michael O'Rourke, I don't know how to say this, den Fix It Up Conditioner. Das sollte angeblich ein Leave-In Conditioner sein, habe ich allerdings nicht so benutzt, weil ich Leave-In Produkte nicht mag, vor allem nicht, wenn es um Conditioner geht, den man in der Regel eigentlich immer ausspült. Und ich habe ihn dann ganz normal wie einen ursprünglichen Conditioner benutzt. Das heißt, dann einfach nach der Haarwäsche in die Länge gegeben, kurz einwirken lassen, ausgespült und das war es auch. Und dafür hat das wirklich super hergehalten. Fand jetzt nicht, dass es irgendwie eine super pflegende Wirkung hatte. Es war für mich ein ganz normaler Conditioner. Daher die Note 2-. Dann habe ich hier auch noch was von unter der Dusche. Und zwar von Aldo Vandini, die komfortpflegende Cremedusche. In der Duftrichtung Tahiti Vanilla and Macadamia. Hilfe, Deutsch-Englisch, also Vanille und Macadamia. Und so sieht das Ganze aus. Ich liebe Aldo Vandini. Ich glaube, das habe ich jetzt schon oft genug in den Videos gesagt. Tolles Produkt,
Toller Duft, tolle Pflegewirkung. I love it. Deswegen die Note 1+. Dann habe ich hier, ich glaube, das hatte ich schon mal aufgebraucht, und zwar in meinem letzten Video, von Avène das Eau Thermale Thermalwasser. Und es ist einfach ein Luxusprodukt. Ich muss sagen, ich habe es eigentlich relativ genossen. Man bildet sich halt ein, die Haut beruhigt sich dadurch und erfrischt sich nochmal. Ich muss sagen, es war okay, kein Must-Have. Ich gebe jetzt einfach mal die Note 2. Ich weiß nicht, was ich in dem letzten Video mehr gegeben habe, aber es ist ganz cool, muss allerdings nicht sein und würde ich mir jetzt so auch nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich hier von CD das Wasserlilien-Deo. Und das habe ich, glaube ich, zum zweiten Mal nachgekauft gehabt. Ich muss sagen, jetzt in letzter Zeit war es eher schwierig, das leer zu bekommen, weil es bei mir einfach nicht mehr so eine gute Wirkung zeigt. Ich bin also jetzt nicht mehr so der allzu große Fan davon. Der Duft ist dennoch sehr, sehr, sehr angenehm. Allerdings ist es halt dann mal so, wenn man auf der Arbeit ist, viel läuft, viel unterwegs ist, dann schützt das einfach nicht vor Schweißgeruch und ja, ihr müsst einfach für euch selbst rausfinden, ob es was für euch ist oder nicht. Ich finde, so als Bodyspray zwischendurch kann man es doch mal verwenden, so im Sommer oder so. Einfach mal so auf die Arme sprühen oder so. Da kann ich mir das gut vorstellen, aber so als Deo nicht mehr. Ich würde mal sagen, trotz dessen gebe ich dem Produkt eine 2, weil es sehr gut riecht, sehr gut für sensible Haut ist und wirklich überhaupt nicht brennt, auch nicht nach dem Rasieren bei mir. Und ich habe wirklich eine sehr empfindliche Haut unter den Achseln. Deswegen, wie gesagt, die Note 2, auch wenn es nicht mehr das Top-Produkt für mich ist. Dann habe ich hier noch eine Bodylotion und zwar von Royal Apothec, die Cream Creme. Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine ganz normale Feuchtigkeitscreme, war in der Glossy Box, war glaube ich arschteuer. Und ich muss sagen, für den Preis null ergiebig. Ich habe die wirklich super schnell leer gehabt und das ist nicht so der Sinn von teuren Bodylotion. Ich finde, wenn sie teuer sind, dann sollen sie auch eine Zeit lang halten und nicht sofort aufgebraucht sein. Den Geruch fand ich wirklich grauenvoll. Also der ging mir total gegen den Strich. Also ich kann gar nichts anderes dazu sagen und mir lässt es eigentlich keine Wahl, als das Produkt die Note 6 zu geben, weil es für mich wirklich ein absoluter Flop war. Dann habe ich von Renu die Lip and Eye Active Lift Cream. Die habe ich wirklich Ewigkeiten gebraucht aufzubrauchen. Ich habe sie aber nur für unter die Augen verwendet und immer nur abends. Also es war quasi bei meiner Abendroutine ein Bestandteil und das hat, glaube ich, wirklich über 1,5 Jahre gehalten. Ist auch wirklich viel für eine Augencreme und man hat nicht viel davon gebraucht. Ich muss sagen, es hat meine Augen immer so ein bisschen beruhigt, war sehr angenehm vor dem Schlafengehen, hat sehr gut gerochen und weiß gar nicht, was ich mehr dazu sagen soll. Also einfach ein gutes Produkt, von daher die Note 1. Dann habe ich hier noch von Essence die I Love Extreme Mascara. Ich glaube, die kennt ihr auch schon mittlerweile. Die habe ich noch bei mir zu Hause rumliegen gehabt und weil ich ja jetzt eben am Aufbrauchen bin, habe ich die aufgebraucht. Da war wirklich nicht mehr allzu viel drin, deswegen habe ich sie jetzt leer gemacht. Für eine heißgeliebte Mascara, mittlerweile abgelöst von der Catrice Glam & Doll. Aber dennoch würde ich sie jedem weiterempfehlen für das kleine Budget, von daher auch eine Note 1. Und zu guter Letzt habe ich hier noch 2 Lippenpflegeprodukte. Zum einen von The Body Shop und ich kann kaum noch lesen, was da drauf steht. Den Lip Roll-On in der Duftrichtung Berry Fruits Rouge. Und das ist eher so ein Glosspflegestift. Ich kann es euch mal zeigen. So oben mit so einem Roller. Und fand ich ganz okay, hat aber eigentlich überhaupt nicht Feuchtigkeit gespendet, hat aber ultra gut gerochen. Mittlerweile ist er mir leider so halb ausgelaufen und er klebt einfach überall, nicht ganz leer gemacht und ja, war okay. Aber für meine trockenen Lippen leider nicht das richtige Produkt. Trotz des Duftes, aber wegen dem schlechten Effekt, würde ich eine 4- geben. Ganz im Gegenteil, das kennt ihr wahrscheinlich auch schon von mir, das Carmex Lip Balm, das ist super genial für trockene Lippen. Das ist mein absolut heiliger Gral, habe ich immer zu Hause und immer in meiner Handtasche, weil es einfach super gegen meine trockenen Lippen ist. Von daher gibt es natürlich die 1+. So, das waren jetzt auch schon alle meine Aufgebrauchtprodukte. Ich habe jetzt heute nicht ganz so viele wie sonst reingepackt, weil dann ist es immer so ein
fast 20 Minuten Video und ich denke, so ist es vielleicht für euch auch angenehmer zu schauen. Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr eher so ein XXXL aufgebraucht Video sehen wollt, was dann halt wirklich 16, 17, 18 Minuten geht, oder eher kürzere, die vielleicht mal 10, 11 Minuten gehen und dafür halt vielleicht früher kommen, also schneller nacheinander. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Tschüss!